Oh, der hat ein Unendlich-Buch. Krass. Oh, cool. Und direkt am Töte ihn. Anfang, also. Nein. Oh, okay. Ich brauch Papier. Der braucht ein Skript. Oh, ein Kartographer. Bei dem kann man Ach. Schatzkarten kaufen. Wo, wo, Aqua wo, Affinity, nice. Was? Sind ja hier voll viele Bibliotheken. wo? Beim Kartografen kann man Schatzkarten kaufen, oder wie? Ja. Geht Und hier das? einer mit Death Rider, aber die sind ja voll gut hier. Wie geht denn so ein Kartograf? Wie geht das? Also du weißt ja, du kannst ja diese normalen Maps, ne? Ja, die man selber herstellen kann, ne? Ja, und die, da bei den Kartografen kann man Karten kaufen, die sind schon Also müssen wir schnell weg. vorgeneriert, also hier haben wir schon so ein kleines Bild. Ja. Und da kann man, an dieser Position ist dann halt zum Beispiel so ein Haus oder irgendwas in der Art. Oder ein Ocean Der weg, Stefan, Monument. bevor da Zombies kommen. Ach so. Ja, und somit kann man mit diesen Karten dann halt diese Orte finden. Okay. Kann Mario nicht einfach schlafen? Ja, Mario, kannst du schnell schlafen? Ja, Moment. Ich muss nach oben klettern. Das heißt, ihr geht jetzt auf Schatzsuche, oder wie? Nee, können wir uns gerade, glaube ich, noch nicht leisten, oder? Nee, der hatte nur ein Ding. Der hatte nur eins Ich würde noch. das gerne auch mal ansehen, ich kenne das noch nicht. So, ich penne. Okay. Wann ist der Tag? Ja, ist Tag. Jetzt brauchen wir echt eine Menge Papier. Ja. Guck mal, so ein Endlichkeitsbuch, aber ich auch diese normalen Kartografen, da würde ich auch unbedingt gerne hingehen. Aber du kriegst also jetzt so eine Karte dann mit einem Haus drauf, oder was? Ja, der Ort ist eingezeichnet und das Terrain ist so grob eingezeichnet. Aber bis man das findet, das dauert doch ein bisschen, oder? Ja, die können teilweise ziemlich weit entfernt sein. Das stimmt. Das ist also nur so eine Glückssache. Also, ja, man sieht ja immer seine eigene Position da. Halt dann in einer der vier Ecken, wenn das weit weg ist. Ach so, Kann man das halt okay. orten. Okay, ja dann. Das sogar halbwegs noch, aber. Ziemlich nützlich. Die können nämlich teilweise echt scheiße weit weg sein. Das ist dann schon eine ziemlich große Hilfe. Also, das sind irgendwelche Tempelanlagen oder was? Ja, also zum Beispiel so ein Ocean Temple, den kennst du ja. Oh Gott, bitte nicht. Sowas kann man da finden. So ein Krampf, ey. Ach ja, roten Farbstoff brauche ich. Was hatte ich da, als wir den dann trockengelegt haben? Ein bisschen bezweifelt, wie lange das dauert und so, also. Ja, das ist auch irgendwie so ein Phänomen in Videospielen, ne? Wasserlevel sind einfach immer scheiße. Ja. Und bis wir den endlich fertig hatten, ne, das war. Wir haben den ganz trocken gelegt, ne? Ansonsten kannst du dann nichts machen. Ja. Aber hier einer der Librarians hat ja Death Rider verkauft. Und das geht dann schon. Also damit bewegt man sich ja unter Wasser schneller. Ja, diese Wasseraffinität, ne? Ja, für die Stiefel ist das. Hier ist eine Haus hier oben, ist ja geil. Weil es in der Luft schwebt. Ja, ich bin gerade wieder bei mir zu Hause, um Papier zu holen. Auf ins Ja, ich glaube, wir brauchen ziemlich viel Papier. Ja. Blumenparadies. Kümmert ihr euch jetzt gerade um den Voraufbau quasi für die Schatzkarte oder wie? Na gut. Dauert vielleicht ein bisschen. Ja, aber lass diese Schatzkarte wirklich mal holen. Was braucht ihr Ja. denn dafür alles?
Ganz viele Emeralds. Wie viele? Warte, wie teuer waren die? Ah ne, wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht, wir müssen erstmal das mit dem Typen handeln, das ist... Ja genau, man muss die Trades halt erstmal freischalten. So, ja. Was habt ihr bis jetzt da zum Handeln? Papier. Ja gut. Ganz viel Papier für Emeralds. Geht mal zu Easy oder zum Linkstypen. Ich hab auch Papier. Ich habe gerade an der ganzen Etappe mit Papier gestoppt. Und ich hol auch noch Emeralds ab. Wie viel Papier hast du denn? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Stacks Papier. Frage, kann man Blumen eigentlich züchten? 42 Bücher und 22 Emeralds. Stefan? Also die großen Blumen kannst du züchten, indem du die einfach hinstellst und Baumwiel drauf ballerst. Zum Beispiel. Die kleinen kannst du nicht züchten, aber wenn du Baumwiel auf Gras machst, dann wächst da ja auch Gras. Stimmt, und manchmal auch Blumen. Wenn du in diesen Blumenwald gehst, dann kommen da auch andere Blumenarten. Ja, da bin ich ja gerade. Ja, dann mach da einfach mal Baumwiel, dann siehst du es ja. Fällt mir gerade noch so ein Bett her. Also ich den da im Dorf auch theoretisch da schlafen. Oh, bring mal eins mit. Ja? Ja. Okay. Ich glaube, ich mache blaue Betten. Oh, eine blaue Wolle. 6. Oh, hier ist eine Library, denn der Sharpness 4 verkauft. Auch ziemlich gut. Ich hab nur Schärfe 3, ja, auf jeden Fall. Ich hab gar keine Schärfe. Ich hab ein stumpfes Eisenschwert, Diamantschwert. Eine hat hier Flame. Jetzt ist mein Inventar vollkommen, also Kralle voll so. Und. Komme! Also ich würde sagen, dass wir das Dorf hier auch ans Minecart-System anschließen. Ja. Können wir noch quasi eine Station in der Linie machen mit Christian, oder? Ja genau, da können wir von Christian aus eine Weiche machen. Vielleicht müssen wir das Dorf jetzt umzäunen und alles ausstrahlen. Ja, das sollten wir auch irgendwann mal machen. Vielleicht suchen wir jetzt gleich. Den Zaun kann ich sponsern, weil ich habe richtig viel Holz. Leuchte okay. Zaun drumherum und leuchte alles voll hell mit Zacken. Scheiß auf eine Mauer. Gibt nichts, was nicht durch gutes Holz, gute Fichtenholz werden kann. Ich habe auch noch ein bisschen Holz dabei. So viele Fackeln eigentlich dabei, dann kannst du das schon mal ein bisschen ausleuchten. Ich habe 6 normale Fackeln und eine Redstone-Fackel. Ui. Ja, falls wir hier irgendwo Kohle finden. Ich habe eigentlich viele Fackeln dabei. Ich habe 56 Fackeln, dann noch ein Stack Holz, Sticks und ein Stack Holz, also ein Stack Kohle. Ja, sollte reichen. Nur für Zaun habe ich nicht genügend. Ich habe kein Holz dabei halt. Ich bin da! Oh, du bist da, okay. Also, wo war der Kartographer? Dicker. Wo war's der Bibliothekar? Dicker. Hier ist er. Also, 25 ist das Eingangsgebot. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Dann geht aus dem Feld wieder raus, dann sollte er da neue Trades bekommen. Ja, okay. Und jetzt? Okay, ein Kompass. Hast du Eisen dabei? Nein, kann man das aber nicht. Muss man erst den Kompass machen oder kann man das andere auch machen und dann macht er? Du kannst das andere auch machen, da aber bei Rezepten, bei Trades, die er schon einmal gehabt hatte, ist nur eine Chance, dass er was Neues freischaltet. Wer von denen bleibt aber unendlich?
Wo war der Typ mit unendlich? Ja. Wie viel kostet das? Unendlich kostet ein Buch und 80 Mark. Okay. Das ist ja relativ billig. Dann neun Bücher für 1 Mark. Für mich sind das alles Bucherpreise. Ich habe jetzt auch nicht so viele Rates, aber die kann man sich ja relativ schnell farmen. Explosion? Wo war die Explosion? Ah, in der Höhle. Mir ist inzwischen scheißegal, ob irgend so ein Creeper explodiert, weil ich eh unbesiegbar bin. Ja, aber mir geht eigentlich eher darum, dass Angst habe, dass irgendwas kaputt geht. Nee. Nicht in der Höhle. Bücher. Zwei beschriebene Bücher. Buch und Fehler braucht man. Ja, egal. Wo ist der Kartograf hin? Keine Ahnung. Hat er schon was Neues freigeschaltet? Wollte aber was bei dem Neues freischalten. Jetzt ist er weg. Wo laufen die mal hin? Wir müssen die einsperren. Da ist er. Aber warte mal. Nee, ich hatte doch. Da war doch was anderes. Kompass? Ja, hast du einen Kompass dabei, zufälligerweise? Moment. Werte. Ja, hab ich. Zufälligerweise. Ja. Echt? Ich hab grad gar nicht. Stefan, wollen wir kurz schlafen? Ja. Hast du die Betten dabei? Ich vermute mal, das ist jetzt noch nicht möglich. Doch. Schon? Doch, das ist möglich, Mario. Jetzt schon, okay. Es muss möglich sein. So, komm zu mir, Stefan. Wo bist du? Hier beim Kartografen, in der Nähe des... Ah, okay. You can only sleep at night. Ja, warte mal lang. Moment. Ja. Ah, jetzt. Wo ist der fucking Kartograf da hinten, glaube ich? Ja. Und jetzt. Oh, 9 Smart und dann kriegst du eine leere Karte. Eine leere Karte? Ja. Okay. Ich habe aber keine 9 Smart, ich habe nur noch 3. Verdammt, jetzt muss ich mit einem anderen Typen handeln, weil ich habe. Ich habe 6 Smaragde. Okay, kannst du mir geben? Oder du gibst mir deine 3? Ich glaube nicht. Ich hab mir ja, das heißt, mir gehört der Handel. Warte, also ich kann Handel gleich noch ein bisschen paar Papier sein. So, ich hab 10 Smaragde, hä? Was sagst du jetzt? Ja, gib mir die 3 Smaragde. Du kannst sowieso gerade nicht auf ihn zugreifen, während ich. Nein! Es wird dir nichts bringen. Nein! Ja! Hör auf! Also, gibst du mir jetzt die 13 Mal? Nein! Ja, okay, dann mach halt selber. Mann. Ich der Verlierer. Da du! Ja, ich. Okay, wir haben die Auswahl zwischen einer Ocean Explorer Map und einer Woodland Explorer Map. Da würde ich sagen Woodland, ne? Die ist aber 7 Emeralds teurer. Zeig mal! Also 20 oder 27 Emeralds. Ein ziemlicher Wucher. Und vor allem, brauche ich einfach noch wieder einen Kompass, Alter. Ja, aber Kompass ist jetzt nicht so teuer. Ich lieber die Waldschatzkarte, weil ganz ehrlich, ich will jetzt nicht im Ozean da in so einen Wassertempel rein. Ja, okay, stimme ich zu. Ich hab keinen Bock auf was. Das heißt, sie hat so gesehen jetzt die Karte. Noch nicht, wir müssen die erst kaufen. Okay, jetzt hast du noch irgendein Kapital, das wir verwenden könnten? Ja, ich hab. Warte, wo war eigentlich der Typ mit den 10 Marken und dem Kompass? Oh, Schärfe 4. Warte mal, ich. Der ist 30 Karten, der auch nicht so. Oh, Flammen hat er sogar. Hm? 30 Papier, der hat 28 Papier. Was ist eigentlich der billigste mit Papier? Ich glaube 20 oder sowas. Oder 21. Ich glaube, hier den, der hat 28. Komm, dann kann ich noch einen Kompass in Hände, wenn der voll ist.
Alter, jetzt rückt mich sogar ein eigener Typ von dem weg, ey. Immer. Oh, Glück. Glück 1 für ein Buch und 11 Smaragde. Das ist kacke. Und Dorn 1 auf ein Buch und 7 Smaragde. Auch kacke. Nee, Dorn ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich irgendeiner angreift, hallo? Aber das macht, glaube ich, auch die Haltbarkeit der Rüstung schlechter. Ich weiß nicht. Ja, es verurteilt auch immer Rüstung, wenn man angegriffen wird. Also extra noch. Okay, ich habe schon mal einen Kompass. Und wie viele Smaragde? 5. Oh, Namensschild für 22 Smaragde. Wie weit kann denn dann die das Ding aber weg sein? Ziemlich weit, ich glaube so 10.000 Blöcke oder so. Und woher wisst ihr ungefähr, welche Stelle das ist? Das also sieht man auf der Karte. Du siehst deinen eigenen Punkt quasi. Achso, ja, stimmt, logisch. Ich habe eine Unendlichkeitsbuch, eine leere Karte, einen Kompass, 16 Smaragde. Aber kann ich jetzt eigentlich noch handeln? Ah ne, geht nicht mehr, ich kann nicht weiter handeln. Werden irgendwann die Handelsbedingungen eigentlich besser? Nee, ne? Die bleiben immer gleich. Ja. Okay, ich habe jetzt 18 Smaragde und einen Kompass. Ich brauche jetzt. Ich hab jetzt nichts mehr zum Handeln. Kein Papier mehr. Die beiden Betten lasse ich jetzt mal da stehen, ne? Ja, lass ich da stehen. Soll ich euch irgendwas mitbringen, wenn ich jetzt vorbeikommen würde? Ja, 27 Emeralds. Redet von etwas, was ich auch mitbringen kann. Eine Kiste voll mit Papier. Oder ein paar Bücher? Eine Kiste voll? Ich hab noch Bücher, fuck. Aber wo war der Typ mit Büchern? Okay, ich war. Bücher gegen Emeralds. Ich war noch, bis Christian soweit ist. Oder wie wär's mit rohem Hühnchen? Oder rohes Schweinfleisch? Für den Anfang. Hatte wahrscheinlich auch nicht, oder? Oh, hier, 9 Bücher für 1 Mark. Okay, jetzt brauche ich nur noch 6 Emeralds. Ich habe 6 Emeralds. Ah, gib mal rüber. Oder gut, du gibst sie mir rüber. Jetzt fang ich sie mal mit an. Ich hab. Da komm, ich will jetzt auch mal dran mit handeln. Komm, einmal darf ich auch handeln. Einmal. Weißt du, ich will nichts anderes machen als handeln. Aber ich will die Karte haben. Nicht. Ich will die Karte haben. Wir kriegen sie beide mal, okay? Okay. Ey, deine Spitzhacke ist weg. Hui. Der Kartograf ist da hinten. Oh, ja. Ah. Nee, ich bin blöd. Wollt ihr jetzt da hinrennen? Ja. Ja, dann warte ich mal kurz. Ich komm mit. Vielleicht noch nicht direkt, aber. Hey, Bibliotheke, wo ist der fucking Kartograf? Ey, wo läuft der hin? Librarian. Hast du gefunden? Librarian. Oh, du hast ja alles noch irgendwie, ja. Ja, ey. Librarian. Was sind das hier für viele Librarians? Alter, wenn der Typ jetzt weg ist, ey. Wurde wahrscheinlich von einem Zombie gefressen. Hat sich spontan selbst umgebracht, ey. Alter, spontane Selbstentzündung. Ja, kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hab die Speer ganz hinten in der Ecke. Unter dem Birkenbaum. Wir sperren den ein. Hast du irgendwie Holz? Woodland Explorer Map. Bam! Mann, ach du willst den Erfolg mal haben. Das ist für einen beliebigen Handel, nicht für irgendwas Spezielles. So. Ich baue ihn hier mal ein. Ich wollte ihn eigentlich mit dem Zaun eins, aber das ist eigentlich noch cool. Der darf aber nicht. Ja genau, der darf nicht, ich markiere das noch nicht schön. Der kommt jetzt hin, ich guck. So, ja, auch schön alles. Gekennzeichnet mit dem Baum. Okay, wir sind genau falsch.
Wir sind im Nordosten und wir müssen in den Südwesten. Aber wo sind wir? Wir sind der weiße Punkt, ne? Wir sind der Punkt, ja. Wir müssen zu dieser Hütte. Ja. Aber du, ach, du siehst das, das ist quasi jetzt... Wir sind Nordosten quasi. Genau. Heißt, wir müssen in den Südwesten. Leute, ich komme auch rüber. Also würde ich vorschlagen, gehen wir zurück zu unserer Basis. Jeder holt sich ein Pferd. Bereiten uns vor. Jeder holt sich ein Pferd. Ja. Ich hab keinen Sattel. Ich auch nicht. Jeder holt sich einen Sattel. Ja. Michi! Angeln wir ein. Ja, ich weiß nicht, wer handelt denn eigentlich? Ja, es gibt welche, die Sattel handeln. Also von wo ist mein Pferd? Ach, da hinten. Hey! Lass Johnny in Ruhe. Lass Johnny Nummer 2 in Ruhe. Wir tauschen in der Mitte, okay? Dann haben wir beide den optimalen Weg. Witzig. Wichser. Ich glaube, ein Gerber verkauft wahrscheinlich Sättel, oder? Kann sein. Würde Sinn machen, ne? Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Schlaf nicht! Oh mein Gott!